Lieber Bruder, du machst dir keine Vorstellung, wie mühselig die letzten Tage waren. Bald beginnt die Saison und wir schuften alle wie verrückt. Aber in diesem Jahr gibt es eine große Neuheit. Im Monat wird das Grand Hotel Imperial das erste hier sein, das Gas durch elektrische Energie ersetzt haben wird. Obwohl die Arbeiten erst begonnen haben, scheint die Elektrizität schon überall in der Luft zu liegen. Es ist ein stetiges Kommen und Gehen von Arbeitern und Technikern. Und auch die Gäste sind sehr gespannt darauf zu erfahren, ob das elektrische Licht unser Leben tatsächlich verbessern wird. Ich trage jetzt große Verantwortung, weil dies meine erste Saison als persönliches Zimmermädchen der Besitzerin ist. Victoria Adelbrand. Ich habe nur eine kleine Lohnerhöhung bekommen, aber ich bin zufrieden. Hier im Imperial habe ich viele Freunde gefunden. Auch wenn... Katharina! Ja, ich bin hier! Die gnädige Frau sucht dich schon, beeil dich! Warte, ich muss dir was geben, Angelo! Ja. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich schreibe dir bald wieder, Katharina. Los, Sie warten in der Küche auf mich. Katharina, bitte. Hast du mich gehört? Flix, was machst du denn? Gleich, Angelo, ich komme. Bitte, Romeo soll ihn für mich aufgeben. Es ist wichtig. Ja, der Brief an das Brüderchen wird erledigt, aber beeil dich. Hat sie dir gesagt, warum ich zu ihr kommen soll? Du bist ihr Zimmermädchen, oder? Stimmt was nicht? Doch, doch, es ist alles in Ordnung.